Das Imperium ist auf Hoth eingedrungen, die Rebellen müssen flüchten und damit heißt sich alle herzlich willkommen zurück, die eingeschaltet haben zu meinem Let's Play zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Und wie gesagt, ist das Imperium auf Hoth eingedrungen und wir müssen flüchten, bevor sie es schaffen, uns festzunehmen für die Rache der Zerstörung des Todessterns. Aber erstmal mache ich hier kurz eben mal die Sachen hier kaputt. Komm, wir sind endlich wieder mein Prinzessin Leia, ey. Und los, flüchten wir. Aber bevor wir flüchten, möchte ich mich kurz halt noch ein bisschen umgucken. Was aber, glaube ich, nicht wirklich funktioniert, weil alle Gänge zu sind. Das ist aber komisch. Sind die Gänge nachher alle wieder offen? Muss ja eigentlich, ne? Ja. Ist echt alles zu. Alter! Ich laufe aber echt jetzt ziemlich schnell, ne? Okay. Ich hatte eigentlich das Upgrade, hätte nicht so viel gebracht. Aber jetzt, wo ich das so sehe, muss ich sagen, man rennt auf jeden Fall schon ziemlich schneller als vorher. Jetzt, wo ich das komplett geupgradet habe. Ist da wirklich alles zu? Ich darf ja nirgendwo rein. Ja, und ich weiß, ich habe 8 Millionen. Das reicht, um mir den nächsten Multiplikator zu kaufen. Kuckuck. Kann ich den Helm auch abschießen? Ja, kann ich. Cool. Gucken wir uns erstmal ein bisschen hier um. Ist alles zu? Dann mach ich alles kaputt. Mann, der kann ich doch ziehen. Dann flüchte ich mal. Ich weiß, was ich mache. Ich greife die Snowtrooper von hinten an. Immer von hinten. das Gerät mal bitte. So, aber ja, ich greife die halt von hinten an. Ich komme von hinten, wartet nur. Da sind schon mal diese komischen stalaktitförmigen Dinger hier. Ich habe gar keine Ahnung, was die machen. Wie kann ich denn das Ding öffnen? Da brauche ich einen Jedi für. Kann ich wechseln? Nein. Ich kann gerade die Figur gerade nicht wechseln. Machen wir erstmal hier die Türen auf und greifen das Imperium von hinten an. So. Habe ich auch schon erwähnt, wie cool das ist, dass wir jetzt hier auf dem Schneeplaneten sind und man genau sieht, dass die Figuren auch so voller Eisflecke sind. Das ist wie bei der Wüste, wo alles voller Eis war. Voller Schnee. Sand. Oh! Hi! Egal, ich kann mich als Snowtrooper anziehen. Wie geil ist das denn? Jawohl, Junge. Ich bin Snowtrooper. Kann ich denn jetzt wieder, ich zieh einen Doppelhelm an. Keine Sorge, die Basis halt kriegen wir schon ganz. Ich weiß. Warum mache ich wieder hier alles ganz und sammle Stats ein, was einfach sinnlos ist, aber egal. Hört jetzt mal mit auf. Es gibt kein. Oh mein Gott. Zwing mich nicht, dich zu zerstören. Hä? Falscher Text. Nein! Weiter nach einem Weg in den Hangar. Das ist falscher Text, Vader. Das steckt fest. Das hat der Offizier zu Leia auch diese Worte gesagt, ey. Cool. Und die Flucht von der Echo-Basis, ey. Ich werde aber nicht die ganze Zeit diese ganzen Schutzdinger kaputt machen, ne? Das werde ich nicht.
mich da lang. Drei PO, du bist dran. Zerlegen. Ey. Das ist voll merkwürdig. Es gibt gar keinen Sinn, dass ich das überhaupt machen kann. Warum soll ich das tun? Bäm, komm, geh kaputt. Achso. Ah, da bist du, 3PO. Leg dich mal wieder zusammen. Kann er das auch? Nee, kann das nicht. Dafür braucht man zwei Gewehre. Lea. Haha. Ich müsste dich wieder Thermaldetonatoren werfen können, ne? Ja. Mein Fluch von der Echo-Basis hier, ey. Ich glaube, hier bin ich falsch. Alles zerstören. Die pure Zerstörungskraft freien Lauf lassen von Lea. Na gut. Da hinten muss ich hin, aber was ist denn da? Hi. Hä? Wieso greift er mich an? Weil ich ein Rebelle, war ich aus wie ein Snowtrooper oder was? Ja, das ist ja cool, die wissen nicht, jetzt ich das bin, greift mich dann trotzdem an, wie geil. Coole Mechanik, wenn man so mal nachdenkt hat eigentlich. Alter, kann ich weit schießen. Ja, hier muss, das muss ich zum Beispiel kaputt machen, damit ich an die Konsole dran darf. Upsala. Ich glaube, ich habe gerade Wookie getötet. Boah, ein Wookie. Ich hab Chewbacca getötet. Mach auf. Yes. Wie viele Level kommen eigentlich noch? Also ich weiß, dass auf jeden Fall ein Level auf Dagobah noch kommen würde. Und natürlich auf Bespin, ne? Und vielleicht noch das Level mit dem Falkenflug durch das Meteoroidenfeld. Das ist die einzigen Level, die noch kommen könnten auch jetzt. Ja, okay, ich mache hier nicht alles kaputt. Ihr könnt mich mal. Auf keinen Fall. Nee, komm, hör auf. Ich muss damit aufhören, alles kaputt machen zu wollen. Das ist einfach total sinnlos. Dafür, das ist echt ungeeignet, wenn ich das alles zerstöre. Ist ja voll langweilig. Lass es lieber bleiben. Ich schaue jetzt lieber ab. Bring mir die Prinzessin mit dem Falken raus. Herr Hangar, gelobt sei der Herr Bauer. Wir sind fast in Sicherheit. Na gut, hör auf, hör auf. Sag mir, wie meine Chancen stehen. Okay, der Falkenflug kommt. Wenn Sie gestatten, Sir, ich... Hau rein! Doch nicht so. Gas. Jetzt so dir zu piept. Keine Sorge, Erzo. Wir sind gleich weg hier. Geht schon los. Alles klar. Auf nach Dagobah. Lichtgeschwindigkeit. Die kommen immer näher. Ach ja? Aufgepasst.
Worauf aufpassen? Ich hatte bereits bemerkt, dass der Hyperantrieb beschädigt wurde. Wir können nicht auf Lichtgeschwindigkeit fahren. Na toll, aber wir können sie ausmanövrieren. Hat jetzt erst ab ein Lenkrad dahin gepackt. Oh, wie geil! Bereit? Festhalten! Es könnte holprig werden. Alles klar. Aber wartet. Bevor wir das machen, möchte ich kurz eine Sache erledigen. Und zwar, ihr wisst es, wir holen den Steinmultiplikator mal 6. Voll! Und dafür brauchen wir 48 Millionen. Alter, ich habe noch nie gesehen, dass die Multiplikatoren so teuer sind. Die waren noch nie so teuer. Was haben wir denn jetzt? Müsste eigentlich mal 48... Ne, Quatsch, doch, 48. Okay, mach doch mal. Mal 48 sind die Steine jetzt wert. Sehen Sie? Ich bringe uns hier raus. Kein Problem. Alter, ich fliege... Alter, wie können die Millennium-Falken fliegen, ey? Das ist einer der teuersten Lego-Star-Wars-Modelle, die man für Geld kaufen kann. Oh ja. Vor allem, wenn man das Originale haben will. Oh, da hinten ist was. Uns verfolgen noch immer weitere Teiljäger. Aber weniger als vorher. Das ist doch ein Fortschritt. Aber weniger als vorher. Oh mein Gott! Kommt gleich die geile Musik, ja, ne? Dieses... Ja! Da. Falkenflug! Der geilste Lieder in Star Wars, ey. Zusammen mit Imperially March und so, oder Duel of Fates. Okay, dann schließen wir jetzt mal das TIE Fighter ab. Ich will hier nicht den ganzen Tag bleiben. Wir müssen diesen Sternzerstörern entkommen. Oh, das war's schon. Oh nein! Wir müssen sie davon abhalten, uns zu verfolgen. Also... Müssen wir ihre Radarschirme abschießen? Also in der... Ihre Türme. Diese Teile haben eine echt große Reichweite. In der kompletten Saga, da musste man hier auch die, Du musst sie mit einem Protonentorpedo erwischen. In der kompletten Saga, da musste man hier die Frachter von den Rebellen auch beschützen vor den Sternzerstörern. Man konnte die Sternzerstörer auch immer zerstören später, indem man die Kugeln da kaputt macht. Das aber jetzt, glaube ich, immer noch nicht geht. Oh, da sind TIE-Bomber. Wenn wir die abschießen, konnte man früher Bomben kriegen. Das ist ja auch noch der Fall. Ja, ist es. Wir haben nicht mehr so viel. Oh, und meine Schilde ging kaputt. Oh Gott. Dankeschön. Feuer! Jetzt haben wir nie wieder meine Chancen stehen. Alles klar. Hä? Ich hatte noch volle Leben oder habe ich das Triebwerk aus Versehen getroffen? Fliehe von Imperium. Ach, das war's schon wieder? Oh! Jetzt fliegen wir gleich in den Meteor rein, diesen riesigen Wurm. Chewie, Kurs 271. Nein, du Pelzvieh! Jawohl! Space Invaders! Wollen Sie etwa mitten durch ein Asteroidenfeld fliegen? Wir wären verrückt, wenn Sie uns folgen würden. Darf ich das lenken? Die Chancen, unbeschadet ein Asteroidenfeld zu durchfliegen, sind. Es hat mir niemand Chancen stehen. Genau. Jawohl, ich darf das echt fliegen. Glauben, dass wir das wirklich tun. Das hatte ich heute Morgen auch noch nicht auf dem Plan, Prinzessin. Ah!
Boah. Ich hab den voll gerammt, ey. Oh Gott! Asteroidenfelder! Voilà. Das ist ziemlich cool. Oh Gott, wo kommt der denn her? Wo kommt der denn her? Alter. Kann ich die zerstören? Kann ich dich noch umdrehen? Ne, geht. Alter, die Steuerung. Ja, das ist so cool gemacht, ne? Auch wenn ich manchmal nicht weiß, wo mir der Kopf steht in diesen ganzen Flugleveln, ne? Weil die halt so schnell sind auch. Aber ist cool. Wo fliegen wir eigentlich? Ich fliege dichter an einen der großen Brocken. Dichter? Dichter? Da, das sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun. Vor allem die Fluglevel konnte man früher ja nicht komplett auf 100% machen. Das ist mittlerweile möglich, ne? Und man musste nämlich verschiedene Schiffsmodelle freischalten, um so Barrieren passieren zu dürfen. Ich hoffe es auch. Voll verlegen, der direkt tut. Und da sind wir in dem Monster drin. Jetzt kommen wir nach Dagobah, ne? Dagobah. Alles in Ordnung, R2. Ich nehme nur einen anderen Kurs. Ich nehme Kurs aufs Dagobah-System. Sag mir nie, wie die Chancen stehen. Sind wir schon bei Dagobah? Freies Spiel freigeschaltet. Steinchen habe ich wie viele? Ja. Geil. Also, Starts werde ich auf jeden Fall keine Probleme mehr haben. Nee. Nicht mehr. Also, wie gesagt, ich gebe immer den Tipp, wenn man Lego-Spiele spielt, man sollte immer die Stats immer nur sparen, bis man sich die Multiplikatoren leisten kann. Weil wenn man das nicht macht, dann hat man später, auf jeden Fall hat man später viele Probleme später. Weil wenn man die Story durchgespielt hat vor dem Hauptspiel, hat man meistens eigentlich immer genug Geld für mindestens einen Multiplikator. Immer. Wenn man einen schon hat, dann ist man eigentlich schon auf der sicheren Seite schon. Das ist Hoff, ne? Ja. Was ist das denn? Ja, das ist Nia Nam. Endlich antwortet jemand auf meinen Notruf. Ich sitze schon eine ganze Weile hier fest. Ich wollte gerade Leute, die von dem Imperium flüchten, nach Yavan vorbringen, als der Antrieb plötzlich umgezickt hat. Den Antrieb kann ich reparieren, aber wenn uns das Imperium hier angreift, sind diese Leute erledigt. Du musst sie nach Yavan vorbringen, und zwar schnell. Kriegst du das hin? Nein, machen wir ein andermal. Wie du meinst, aber denke dran. Ich würde nicht fragen, wenn es nicht Leben und Tod gehen würde. Eigentlich suche ich den Meteor da. Ja, guck mal, wie die Flüge vom X-Wing auch zugehen, ey. Wie geil. Okay, erledigt. Was gibt's jetzt noch? Echo-Basis. Da gibt's noch ein Rennen und das war's dann, ne? Ja. Dann machen wir das Rennen noch eben. Das schaffen wir noch. Das ist in der Zeit noch drin. Newt Gunray kriege ich dann dafür, ist klar. Das kriegen wir hin. Oh, nicht wieder so ein Chaos-Kurs. Hä? Ach lol, da ganz hinten. Das ist wieder so ein Chaos-Kurs, ne?
Na, Chaos-Kurs finde ich immer scheiße. Da. Hä, das war das nicht? Ach, da hinten. Oh Gott, ey. Na ja, gut, ich bin mit Bronze zufrieden, oder? Na, nicht wirklich. Sowas nochmal. Da, ich links, ich sehe es. Scheiße. Wo ist der letzte? Weil ich erkenne ja auch nichts in diesem Asteroidenfeld. Da. Ach so, ich krieg das auf der Karte angezeigt, wo der ist? Nee. Kein Wunder, dass ich ihn nicht gesehen habe. Der ist hinter Hoff. Vier Sekunden. Warte, jetzt, aber jetzt schaffe ich es aber. Komm, einen Versuch machen wir noch, Leute. Rechts. Komm schon. Habe ich euch schon mal erwähnt, eine Sache, die ich im Videospielen am meisten hasse, sind Zeitherausforderungen. Habe ich das schon mal erwähnt? Vor allem, wenn du sowas kriegst, wo du mitten im Asteroidenfeld, in einem Eisplaneten, wo du das nicht alles sofort erkennst. Okay. Silber reicht mir fürs Erste. Ich komme irgendwann nochmal wieder und mach das. Der Timer ist Zeit ist eh vorbei. Ich würde sagen, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder dabei. Wir müssen uns auf den Weg machen, nach Dagobah und Meister Yoda zu begegnen. Bis dahin, möge Hoth mit euch sein. Tschö.